Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Hybris, einem klassischen Shooter auf dem Amiga aus dem Jahr 1989. Meine Informationen dort unten steht, aber 87, 88, vielleicht kam es erst 89 raus, ist ja auch vollkommen egal. Wir steigen ins Spiel ein, wenn mich der Computer lässt. Dann muss ich nur noch die richtige Taste finden und dann zocken wir auch direkt los. Ihr seht schon unser dynamisches Raumschiff hier auf der Jagd nach den Sternen. Wir kämpfen dagegen irgendwelche Bösewichte, wahrscheinlich irgendwelche Aliens, die die Erde überfallen wollen oder so. Ist aber auch vollkommen egal. Wir haben Auswahl zwischen JP Maverick oder K. Lovett. Ja, keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Nehmen wir doch einfach mal JP Maverick. Alle Piloten heißen Maverick. Da geht auch schon direkt in den Demo-Mode rein. Aber nicht mit mir. Ja, fantastisch, so ein schwarzer Bildschirm. Da geht's los. Da kommt unser Mutterschiff und setzt uns ab. Wollen wir mal gucken. So. Die ersten paar Sekunden ganz in Ordnung. Habe ich gerade diese Angriffswelle perfekt abgewehrt. Die auch. Mein Gott, ich bin ja richtig gut. Also mir gefällt richtig gut die Musik. Vom Scrolling her ist es ein bisschen langsam. Also von der Spielgeschwindigkeit her. Muss aber nicht negativ sein. Gar nicht für meine Skills. Das wisst ihr ja. Ja, als ob ich einen Beweis gebraucht hätte. Das ist schon in Ordnung. Die Musik finde ich richtig gut. Warum wir hier durch den Dschungel fliegen. Ich weiß es nicht. Ja, ein bisschen was von Rambo. Mein Gott. Wenn man die einmal nicht erwischt hier unten, dann hat man echt ein Problem. Dann hat man echt ein Problem. Freunde der Sonne. Und ich fange immer wieder an der gleichen Stelle an, sehe ich gerade. Vielleicht bleibe ich einfach mal hier unten in der Ecke stehen, in der Mitte. Und lass die dann einfach auf mich zukommen. Ja, die schießen direkt auf mich. Das ist dann nicht so schön. Okay, die schießen zurück. Das ist klar. Ich meine, würde ich auch tun. Oh, was habe ich denn gerade eingesammelt? Was war das? Eine Banane oder war das ein Apfel oder was? Total toll. Wenn man hier Obst einsammelt, kriegt man Bonuspunkte. Auch das Gegnerdesign ist ganz nett. Ja, hier ist eine Barriere vor, da treffe ich das Ding nicht. Das ist nicht so nett. Das war knapp. Die Gegner, die kenne ich doch aus Phoenix. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Was ist das? Warum ist da eine 2? Hä? Boah, Power-Up. Wollte doch meinen, es muss doch Power-Ups geben hier in dem Spiel. Dauerfeuer funktioniert auch. Aber da ist man, glaube ich, besser bedient, wenn man dann doch manuell schießt. Oh, Kerl in Kiste. Hoffentlich krieg... Nein! Was heißt denn Game Over? Ich hätte natürlich am Anfang des Spiels den Trainer einstellen können. Ja, es gibt hier einen Trainer. Was ist das denn? Ach so, Name auswählen. Nee, will ich nicht. Komm hier. Continue. Das ist sehr fair, dass es ein Spiel ist mit Continue. Fangen wir trotzdem beim Anfang des Levels an, oder? Mhm, sehr schön. Wie gesagt, ich hätte einen Trainer auswählen können. Die Version ist getrained, aber ich habe es natürlich ausgelassen. Hey, Mann. Naja, wir fangen noch nicht ganz am Anfang an. Sehr schön. Ah, wenn man einmal... Oh, toll. Schießt er mir meine Flügel weg. Das war gut. Ja, euch... Den treffe ich einfach nicht. Das kann ich machen, weil ich will. Wow. Hier, die Gegner, die habe ich schon mal auf irgendeinem Atari-Spiel gesehen. Ich hätte gerne wieder mein Power-Up. Was gerade an dieser Stelle hier von hinten gekommen ist. Ansonsten habe ich nämlich jetzt... Naja, gegen die habe ich ein Problem dann. Sonst kriege ich nicht kaputt. Power up. Gib mich das. Sehr schön. Ah, da kriege ich nur wieder die Flügel zurück. Naja, okay. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Wow. Ja, toll. Falsch positioniert. Wie es immer ist bei den Shootern. Trial and Error ein bisschen auswendig lernen muss man die Level schon. Damit man weiß, wann die Gegner von wo kommen. Das war diesmal besser positioniert. Ist natürlich links noch das Problem, die Geschütztürme. Naja, egal. Und der Gegner von vorne, okay. Nein, 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 nein. Warum lösen sich eigentlich meine Flügel immer ab? Verstehe ich gar nicht. Das war gerade auch schon.
Jetzt kann ich an der Barriere vorbeischießen. Ist ja merkwürdig. Und Levelende? Boss? Oder darf man hier einfach den Daumen entschlackern? Wow, Power Up. Yay. Also das Spiel macht schon Spaß. Das Spiel macht schon Spaß. Das zeigt mal wieder, dass auch der Amiga gute Shooter hatte. Die man zocken kann. Läuft nicht ganz so schnell wie andere Shooter, aber das tut dem Spielspaß keinen Abbruch. Gott sei Dank noch nicht Game Over. Das passt schon in die Welt, das Spiel. Ah, diesmal habe ich dich erwischt. Dover Geschützturm. Was bist du denn? Was bist du denn? Komm her. Das macht gar nichts. Ich habe gedacht, das könnte man einsammeln. Das kann man nicht einsammeln, man kann es nicht töten. Das fliegt einfach nur rum. Vielleicht hätte ich es abschießen können. Tja, jetzt ist es weg. Boah, wieder Angriffswelle, wieder falsch reagiert. Es geht echt auf den Daumen. Ich wollte gerade sagen, immerhin biete ich jetzt eine nicht so ganz große Angriffsfläche. Denkste. Das machen wir gleich nochmal. Aber einmal kurz die Hand. Entschlackern. Vielleicht noch einen Schluck Kaffee. Ja. Kann ja nicht übermüdet in den Kampf ziehen. Das geht ja nicht. Aha, wieder erwischt. Boah, wie viel kommen denn da? Da ist das Ding wieder. Es macht nichts. Ich kann es nicht abschießen. Ich kann es nicht einsammeln. Es fliegt einfach nur rum. Jetzt ist es wieder automatisch in diesen Modus gegangen. So kann man dann wenigstens die Geschütztürme zerstören, die hinter so einer Barriere liegen. Power up, immer her damit. Ich habe mir bei Hall of Light die Karten angesehen. Es gibt wohl 3 oder waren es 4 verschiedene Level in verschiedenen Landschaften. Und die sind alle verdammt lang. Verdammt lang. Dass ich da die Mühe gemacht habe, diese Screenshots einzeln zusammenzusetzen. Respekt, Hut ab. Trockene Erde hier. Soll vielleicht mal wieder regnen. Na, geht doch. Le Boss. I think so. I don't know. Ich weiß auch nicht, ob das effektiv ist, wo ich den gerade treffe oder nicht. Was da jetzt gerade explodiert? War ich das? War das der Boss? Ich plädiere dafür, dass es der Boss war. Tschüss. Gut. Aber ich glaube, den sehen wir nochmal wieder, den Boss. Oh, was ist das denn? Ja, eine Diskette für 5000 Punkte. Das hat man davon, wenn man zu gierig ist. Aber da haben die jüngeren Zuschauer unter euch mal gesehen, was eine Diskette ist. Das könnt ihr jetzt auch googeln. Diskette. Ja, da waren damals die Spiele drauf. Nein, die Spiele gab es nicht immer auf Uploaded. Oder Rapid Share. Nein. Sehr schön. Ja, die teilen sich wieder auf. Wenn man die Gegner natürlich einmal kennt, dann kann man sich gut drauf einstellen. Oh, nee, ne. Das war doof. Ich glaube, ein Leben habe ich noch. Yes. Ja, natürlich wird er direkt zwischen den Geschisstürmen abgesetzt. Die machen ein Geschiss, die Türme. Okay. Schneller, schneller, schneller. Bonuspunkte.
Los, mehr Gegner. Sehr schön. Es ist doof, dass man die nicht treffen kann. Die cheaten doch. Nein! Game over! Das war Hybris auf dem Amiga. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye bye.